Und bitte. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo. Oder haben wir gesagt Carlo und Mirella? Ah, wirklich? Weiß ich nicht mehr. Wir können auch Carlo und Mirella sagen. Was klingt denn besser? Weiß ich auch nicht. Carlo, Mirella, Mirella, Carlo. Also mir ist egal. Mir ist es auch egal. Okay. Danke. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo. Stell dir mal vor, wenn wir uns immer vorher so einsingen. Mhm. Meinst du, das machen manche PodcasterInnen? Sich einsingen? Ja. Bestimmt. La la la. Weißt du, wer das machen würde? Wer? Leute, die so im Schauspiel tätig ja, sind. Ja, die nehmen das ein bisschen zu ernst, auch die mit dem Podcast. Ja, die vielleicht auch eine Musical-Karriere noch haben. Mhm. Was denkst du, in welchem Musical würdest du mitmachen wollen, wenn du jetzt, wenn alle. Sich die Gelegenheit dir öffnet? Alle per alle. Se, also ich würde alle machen. Aber ich sehe mich als Katze bei Catch natürlich. Ja, ich glaube, bewegungsmäßig, also ihr seht, manche sehen das, aber ich kann das einfach. Ich glaube, das wäre einfach mein Ding. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch so, so Haare rauswürgen, das könnte ich auch super gut. Ja. Und an sich natürlich Musical Elisabeth kann ich halt schon in- und auswendig. Das war meine Kindheit. Es ist ein sehr, sehr, es geht um Sissi. Hast du da nicht auch schon mal was draus gesungen? Da singe ich ständig was draus, weil es so in meinem Kopf drin ist, dass ich das nicht mehr rauskriege. Es ist auch gar nicht für Kinder geeignet. Ich weiß nicht, warum ich das in so frühen Jahren so viel gehört habe, aber ich erinnere mich noch genau an die CD, da stand so Elisabeth in so Schnörkelschrift drauf und da war so ein Fächer. Fächer war aufgewendet, dunkles Cover. Und ja, es ist sehr, sehr dramatisch, weil da gibt es auch ein Lied, das heißt, glaube ich, irgendwie so, Mama, wo bist du? So, oh das singt Gott. Das Kind, Mama, wo bist du? Kannst du mich hören? Mir ist so kalt. Nimm mich in den Arm. Und das ist die Elisabeth, also die kleine Sissi? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es genau ist, oder ob es der Bruder oder irgendwer ist, der Verstoßene. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber diese Lieder haben sich so bei mir eingebrannt. Und Tanz der Vampire, finde ich auch großartig. Habe ich auch nicht gesehen. Mist, ey, ich bin überhaupt nicht, also ich muss sagen, ich glaube Musicals ist das eine schwule Klischee, das ich nicht bediene, da bin ich echt nicht fit und das ist auch nicht so mein Thema. Kann ja noch was für nächstes Jahr so ein Vorsatz auch werden. Ja, ich glaube irgendwann, auch vielleicht kommt das so im Alter auch ein bisschen, weißt du, wenn ich dann so einen dünnen Schal irgendwann trage. Nee, wenn ich. Ja. Ja, weißt? So ein dünnes Schälchen mit so einem kleinen Knoten. Und machst den immer so über die Schulter auch. Aber ein langer Schal. Ein langer, ja, viel zu lang. Ja. Lang. Und eine Zeitung unterm Arm, die ich nie gelesen habe, aber. Und da ist auch und da kommt auch wieder Neueste. Die Brille. Die fancy Brille. Blaulichtbrille. Blaufilter. Oh, Blaufilter. Ich dachte jetzt eher eine exzentrische Brille. Ja, in exzentrisch. Okay. Na klar. Ich sehe auch irgendwie sowas Spitzes an der Seite. Eine Spitze, eine rund. Oder hast du schon mal überlegt, auch dir deinen Schnurrbart an den Seiten so ein bisschen länger wachsen zu lassen und den so zu zwirbeln in diverse Richtungen? Ja, da wurde ich letztens damit konfrontiert und zwar auch noch in meinem Urlaub. Und da war ein ganz junger Mann, der war jünger als ich. Und der hat den Schnurrbart und der hat den so, also der hat den komplett rumgerollt, sodass es auch nochmal sich wieder getroffen hat. Also wirklich ein Kreis. Und du konntest nicht weggucken, ich konnte oder? Nicht weggucken. Hast du gefragt, ob du mal anfassen darfst? Das war wirklich so, am liebsten hätte ich mal, weil ich habe mir auch gedacht so, also man muss ja eigentlich morgens aufstehen und dann musst du das ja so hinzwirbeln. Na, erstmal die Frage, wie sieht's aus, wenn du aufstehst? Wenn geht der es nicht so nach gezwirbelt unten? Ist, ne? Da habe ich mir nämlich hängt auch gedacht. Hängt es dann so wie so Haare so nach unten, als ob man so ganz schlechte Laune hätte? Ja, oder und so? Was ist, wenn man küsst? Stell dir mal vor, du küsst jemanden, der so einen gezwirbelten Schnurrbart hat. Aber wenn der gezwirbelt ist, das kommt er doch gar nicht in die Quere, oder wie küsst du? Naja, wenn du wild küsst. Wild? Wenn du jetzt wild, wenn es jetzt wilde Knutschen. Okay, das muss ich mir mal vorstellen. Und mal. Dann. so. Und dann kommt der Schnurrbart. Comes undone. Oh Gott. Was passiert denn da? Da hast du auf einmal den Schnurrbart im Mund. Das ist quasi so, wie wenn ich mit meinen Haaren, wenn dann sowas so reinkommt und ich muss es dann so wegmachen, weil wir so wild knutschen. Oh Gott, ich muss mir einen Zopf machen, so wild geknutscht wird heute. Ja, genau. Und so muss der sich das eigentlich auch dann mit einem Zopf wegbinden am besten. Vielleicht kann man die so bis hinten. Klemmerle. Vielleicht geht es ja bis hinten, einmal hinten an den Kopf und dann eine kleine Spange. Oder hier so an die Seiten, in die Kontlette rein vielleicht klemmen. Weißt du, was mir da jetzt mit in Seiten und hier über Ohren und sowas? Kennst du die Mord im Orient Express, diese Filme? Ja. Und da hat doch der Ermittler auch so einen Schnurrbart. Stimmt. Und der wacht an dem einen Morgen mal auf und der hat so eine, wie eine Schlafmaske, aber über dem Schnurrbart. Dass er so in Form bleibt. Also der macht dem morgens gar nichts. Der bleibt immer so. Föhnt man den dann auch nach dem Duschen, frage ich mich? Muss ja eigentlich, oder?
Dann flattert der so im Wind. Ja. Und oh, ich mir ins Auge. Ja. Also vielleicht ist das eine Sache, die muss ich mal ausprobieren, um es erfahren zu haben. Ja, ich fände es schon schön, wenn du das für uns auch als Community als Experiment wachsen lassen würdest. Tomatolix, weiß nicht, ob du verfolgst. Ja. On and off wahrscheinlich and off, eher. Ja. Ich habe den früher, habe ich ihn abonniert gehabt, also wirklich ganz früher. Da macht er auch schon ewig YouTube-Videos und jetzt ist es ja auch so ein reiner Selbstexperimente-Kanal. Ja. Ich habe letztens gesehen, dass er irgendwie die härteste Droge der Welt genommen hat oder was. Das habe ich gar nicht mir auch angezeigt und ich habe es dann angeguckt. Ja. Und ich habe ja eh ein sehr schüchternes Verhältnis zu Drogen so. Ja. Im Sinne von, ich habe noch nie was ausprobiert, weil ich einfach komplette Angst habe vor allem ja. Und vor Kontrollverlust und sowas. Ja. Und er hat halt diese stärkste Droge der Welt genommen. Ist irgendwie so eine, was ist es denn überhaupt? Eine Sache, die aus Kröten ursprünglich genommen oder gewonnen wird. Und die wird jetzt aber synthetisch hergestellt mittlerweile. Und die hat er genommen. Es ist irgendwie sowas, was einen dann so, wie nennt man das, psychedelic? Mhm. Also wie Mushrooms eigentlich, ja. So, aber halt in viel stärker. Filme schiebt. Genau. Und der hat er genommen und wusste danach auch nicht mehr so, das hat er gar nicht mitbekommen, so wie er in diesem Zustand war. Ich habe nur einen so einen kurzen Ausschnitt gesehen, wo seine Beine und Arme, ja, genau, in alle Richtungen so fliegen und ja, geworfen werden. Das und war ganz crazy. Ja, und vielleicht könnte ich das mal wieder auf den Boden holen und ja, ich mache dann sowas wie, ich lasse mir einen Zwirbelschnurrbart, ja, wachsen. Und der fliegt dann wie die Arme, genau, und Beine durch die Luft. Ja. Ja, man muss ja auch irgendwie Sachen machen, die Leute auch nachmachen können und auch sollen. Ja, ja, vielleicht ja, ja, weniger. Im guten Beispiel vorangehen. Ja, vielleicht ist das meine Adaption von Selbstexperimenten dann. Ja, die so ganz, so ein bisschen aus der Comfortzone raus, ja, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe jeden Tag 3 Liter Wasser getrunken. Wie ich mich da gefühlt habe, ihr werdet es nicht glauben. Ja, als nächstes trinke ich nur 1 Liter und dann schauen wir mal. Ja, die Views, die werden durch die Decke gehen, ja, das sage ich dir aber. Aber apropos Views, die durch die Decke gehen, hast du es mitbekommen, dass Stefan Raab wieder da ist? Also wie konnte man es nicht mitbekommen? Ja. Sogar die Tagesschau, glaube ich, hat darüber berichtet und das ja war auch das erste Mal, dass ich jetzt so davon richtig so mitbekommen habe, glaube ich. Ja, ich habe aber auch nur die Tagesschau abonniert. Ja, nur ausschließlich. Ja. Aber das war wirklich so dieser Boxkampf, der kam, glaube ich, an dem Tag, als ich zurückkam aus dem Urlaub. Ja. Und ich habe es ehrlich Handy gesagt geschaut. 2 Tage später erst mitbekommen, aber das zählt trotzdem, ja, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Und ich habe auf mein Handy geschaut und es war so, ach, der ist jetzt, ach, oh, das ist jetzt. Mhm. So, und das war in dem Moment, als der Kampf schon lief, habe ich das dann auf meinem Handy gesehen. So spät. Gut, du warst noch später, aber so up to date war ich da und jetzt ist die Show gestartet und die habe ja ich auch wieder verpasst. Ja, ich habe jetzt gestern reingeguckt, ja, ich habe aber schon wieder vergessen, wie sie heißt. Irgendwie sowas, du gewinnst hier nicht die Million oder so. Auch nicht. Also titelmäßig holprig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, also ich habe reingeguckt. Mhm. Ich finde es absurd, dass er sagt, er will Fernsehen wieder make TV great again. Das mhm ist ja, was er sagt, dass er in den letzten 10 Jahren auch nichts Unterhaltungsmäßiges Tolles gab. Ja, nichts. Nichts, absolut. Nichts. Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben nicht überzeugt und mhm nicht geliefert. Deswegen ist er jetzt wieder da und ich fand's absurd, dass er sagt, er möchte Fernsehen machen, aber es läuft ja gar nicht im Fernsehen, sondern es läuft nur auf RTL Plus. Ja. Und das ist ja natürlich absolut, ich habe überlegt, warum würde man das machen? Es ist Geld, oder? Ist das Thema. Warum würde man das sonst machen? Ich glaube auch. Also dass sich möglichst viele Leute so ein Abo holen, um diese Show zu gucken, weil du kannst sie im Fernsehen nicht gucken. Und das finde ich aber krass, weil normalerweise ist doch immer sowas wie Einschaltquote auch total das Thema und dann freuen sich Shows, wenn sie irgendwie 20% oder was Marktanteil ja, ja haben oder weiß ich nicht, unter den 14 bis 20, 25-Jährigen so und so viel Prozent oder was weiß ich. Damit wird sich ja ja immer gebrüstet und darauf wird jetzt komplett geschissen, weil es ja nicht im Fernsehen läuft und deswegen ja nie diesen Marktanteil haben kann oder zumindest aktuell noch nicht ja läuft, vielleicht verändert sich das. Aber ich finde das absurd, weil das nochmal zeigt, wie, also die Wichtigkeit von Fernsehen einfach. Ich fand das auch jetzt sehr interessant, auch mit diesem Marktanteil, was du jetzt gerade noch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber vielleicht müssen sie sich langsam eingestehen, dass es nicht mehr, diese Rechnung nicht mehr so ganz mit der Zeit mithalten kann vielleicht. Und dass man diese Sachen ja auch erfassen kann auf Streaming-Plattformen. Du musst ja nicht dafür ins Fernsehen gehen, um ja sowas zu erfahren. Ist ja im Gegenteil eigentlich noch leichter, als mit diesen
wie heißen diese Boxen, die da bei Familien aufgestellt wurden früher immer? Ich weiß es auch nicht, aber da, wo gezählt wird, wie... Genau. Und das wird dann einfach hochgerechnet, das verstehe ich bis heute nicht. Also es gibt ja Haushalte und die werden dann getrackt, was sie quasi gucken und das wird dann einfach hochgerechnet und dann wird gesagt, so und so viel Marktanteil hat das. Aber das ist ja überhaupt gar keine echte Rechnung, das ist ja eine Fantasierechnung. Das ist ja auch ein Glücksfall, ob das dann wirklich so passiert ist oder also nicht. Ich frage mich, ob das echt wasserdicht ist oder nicht. Ich kann das mir nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und weil nur weil diese Familie in Buxtehude oder was weiß ich so guckt, dann wird darauf geschlossen, dass alle in ganz Deutschland, und wir haben ja auch regionale Unterschiede. Ja, und gerade auch bei Haushalten, wo mehr Personen drin wohnen, das ist ja auch überhaupt nicht, du weißt ja nicht, wer in dem Moment schaut dann. True. Aber wer hat sich dieses System ausgedacht und warum ist es so lange? Ich weiß es auch nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass es wirklich so läuft. Hm. Müssen wir nochmal in die Recherche gehen. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir nicht. Das überlassen wir jemand anderem. Ja. Auf jeden Fall finde ich es crazy, dass es nur online im Streaming quasi läuft. Und ich habe es jetzt angeguckt und ich finde erstmal das Anzeigebild, hast du das mal gesehen bei RTL? Das finde ich wild. Er ist so ganz nah und grinst so ganz doll. Also ist auch schon so ein bisschen trollig, habe ich das Gefühl. Aber ich muss sagen, ich fand es unterhaltsam. Okay, ja. Also es ist, wenn ich es beschreiben müsste, es ist einfach am Anfang TV Total 1:1. Also er kommt aktuelle Themen. Macht sein Stand-up, er hat jetzt ein Meme-Board, also am Handy, wo er so Memes abfeuert. Also eigentlich genau das Gleiche, wie er vorher auch gemacht hat, nur halt nicht diese Nippel. Warum hießen die eigentlich Nippel? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie so aussehen wie Nippel. Ich bin froh, dass wir weg davon sind, sondern er hat jetzt so ein Meme-Board. Er hat direkt über Leute wie Calvin Kleinen und Marco blablabla, also über so Reality-Stars auch geredet. Er hatte dann natürlich alle möglichen aus dem Fernsehen irgendwie als Memes natürlich drin und Ausschnitte. Aber es sind neue, also es sind nicht die von damals wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch welche von damals vielleicht sind. Das so genau bin ich irgendwie nicht im Thema drin. Ich glaube, es sind neue eher. Okay. Vielleicht kommen da aber auch Klassiker mit rein. Ja. Weiß ich nicht. Eine Band ist da, die spielt, er macht Musik, er singt. Ist das die gleiche Band, die Tonics? Ich weiß nicht, die Heavy Tones. Die Tonics. Die Gin and Tonics. Ja. Nee, Heavy Tones. Bin ich gerade nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Studio. Es ist super schön. Es gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, er kommt halt da raus und du denkst dir, er hat nie was anderes gemacht, was er auch nicht gemacht hat. Aber ich meine im Sinne von, er war nicht 10 Jahre weg. Er ist so unfassbar souverän, dass es einem fast Angst macht, finde ich. Das finde ich bei Stefan Raab ist das, was ich ein bisschen beängstigend finde. Er ist so souverän mit sich und mit dem, was er macht und so klar, dass ich es manchmal beängstigend finde, weil ich denke, oh mein Gott, du kannst von ihm gefeiert werden oder gehasst werden und das funktioniert in einer Sekunde. Und ich finde, er ist so. Das stimmt, ja. Also so ich glaube, extrem einschüchternd wahrscheinlich, wenn man so. Es gab doch auch dieses Bibi-Interview oder Dagi. Bibi und Dagi, glaube ich, waren mal zusammen bei TV Total. Und die hat er ja quasi so fertig gemacht einfach. Das war. Und da, ich weiß nicht wieso, aber das ist immer mir im Kopf so geblieben, dass er einfach so die wegmoderiert hat quasi. Ja. Und ich glaube, aber das kann er halt mit allen. Aber ich glaube, ich habe mich in denen gesehen in dem Moment, weil die halt so uns repräsentiert haben vielleicht dann. Aber stelle ich es mir vor, dass er einfach es war auch wieder sehr bissig und so, aber ich fand, er hat, so wie ich es jetzt, ich habe jetzt auch ein bisschen nebenbei geguckt, musste ja zwischen stricken. Ja, klar. So wie ich es gesehen habe, fand ich, hat er die Grenzen nicht überschritten, dass er so ins Mobbing gegangen ist oder irgendwie zu doll da. Also ich fand es wirklich unterhaltsam, lustig. Also ich habe da jetzt erstmal nichts auszusetzen und dann ging es weiter. Das geht ja dann, dass man 1 Million gewinnen kann und dann wurden so Spiele gemacht und die waren einfach wie bei Schlag den Star, wie man das noch so kennt. Einfach irgendwelche Spiele, manche sind schwerer, manche sind leichter. Mit wem? Gegen wen? Mit Leuten, die sich vorher beworben haben, so wie ich das verstanden habe. Einfach keine Nobodies Promise. Quasi. Das ist auch Nobodies. Die jetzt aber everybody sind, weil die sind ja jetzt ganz berühmt. Nein, einfach Leute, die sich beworben haben, man muss nicht prominent sein. Und das war dann so ein bisschen langwierig, fand ich. Also ein Spiel war auch Reifen wechseln. Oh. Und das dauert halt lang. 4 Reifen. Alle 4? Alle 4 auch noch. What? Und das war dann irgendwie so,
da, glaube ich, kann man noch optimieren, dass es so ein bisschen diese Schnelligkeit auch nicht verliert. Und das fand ich so ein bisschen, weiß nicht, so Game-Show. Wie lange geht denn eine Show? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt schätzen, irgendwas schon eine Stunde oder so. Oder ein bisschen länger. Aber das würde ich auch irgendwie als Maximum ansehen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange damals TV Total ging, auch so ungefähr, ne? Ja, aber mit Werbung. Und ich glaube, es ging dann nur wahrscheinlich 30, 35 Minuten, würde ich sagen, Inhalte, oder? Weil ich glaube, also wir sind jetzt alle von so Streaming-Plattformen auch gewohnt, dass die Sachen immer sehr kleiner werden und so Häppchen eigentlich so sind. Und ich glaube, das ist ja gerade das Gute daran. Er könnte das ja auch kürzer machen einfach. Voll. Ich glaube, die Spiele müssen da noch so ein bisschen knackiger sein. Vielleicht, und, ja, gut. Auch irgendwie so Reifen wechseln, I don't know. Ja. Weißt du, aber das ist so ein bisschen von der Fallhöhe auch so ein bisschen. Ja, er hat jetzt ja auch den 5-Jahres-Vertrag, da hat man jetzt auch Zeit, das zu optimieren. Richtig, also absolut. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das dann noch ein bisschen Zeit braucht. Es ist halt irgendwie wirklich so genau das, was man von ihm gewohnt ist. Und ich frage mich, ob das genau das Richtige ist oder ob es mit der Zeit an Spannung verlieren wird. Das kann ich irgendwie gar nicht einschätzen, ob quasi die Leute einfach happy sind, dass er das macht. Weil würde er was ganz Neues machen, würden ganz viele wahrscheinlich schreien, oh nein, mach doch wieder TV Total, mach doch wieder das. Deswegen glaube ich, es ist kein schlechter Move, genau das zu machen. Aber es ist halt so innovativmäßig eher weniger. Ja. Und ich frage mich, ob dass dann die Leute nicht irgendwann langweilt, beziehungsweise was ja, glaube ich, das Problem bei TV Total irgendwann war, ist, dass es einfach Stefan Raab ultra gelangweilt hat. Und man das gesehen hat, dass man gemerkt hat, der Rad hat das jetzt runter, der hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ich fand, er war jetzt richtig Feuer und Flamme wieder. Ja. Aber wie geht das so weiter? Ist ja auch verständlich, dass wenn jemand die gleiche Show für über Jahre hinweg macht, dass es irgendwann ein bisschen auch selber so am Interesse dann ein bisschen sich verringert so. Aber vielleicht ist es auch der Einstieg und dann entwickelt sich es jetzt. Das wissen wir ja noch nicht, aber eigentlich ganz spannend. Voll. Und wie du sagst, es ist, glaube ich, ein guter Move, so nochmal diese Nostalgie ein bisschen vielleicht bei den Leuten oder in den Leuten zu erwecken, dass sie da wieder Bock haben da drauf. Aber mit Wetten, das hat es ja zum Beispiel auch nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Aber wenn sich das dann zum richtigen Zeitpunkt wieder so wandelt, dann schauen wir mal. Und ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Es ist jetzt auf Mittwoch gelegt worden, diese neue Show, zur gleichen Gesendezeit oder konkurrierend mit TV Total, was jetzt von Sebastian Puffpaff noch gemacht wird. Ob das ein bisschen so sich in die Quere kommt. Aber meinst du, die Leute, also ich weiß nicht, dein Streaming-Verhalten, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Mikrofon. Dein Streaming-Verhalten, ist das so, dass du wirklich dann so, wenn du weißt, Dienstag kommt Sommer aus der Stars, dass du dann Dienstag einschaltest? Du gehst halt auf die App und dann guckst du, was neu drin ist, oder? Und das ist ja, also deswegen ist es interessant, weil das ja jetzt eben nicht mehr Fernsehen ist. Aber ob die Leute das dann, es ist ja trotzdem auf den Mittwoch gelegt worden, hat sich ja auch jemand Gedanken darüber gemacht. Ob die dann einfach auch gesagt haben, na, das ist egal, die Leute schauen sich das halt an, wenn sie gerade Bock haben, irgendwann in der Woche. Oder ob das dann halt Ich glaube aber so. Auch, dass TV Total von Sebastian Puffpaff nicht mit Stefan Raab konkurrieren kann. Ich glaube einfach, das ist nochmal, das hat ja nie diesen Status erreicht, oder? Ich glaube auch nicht, Wahrscheinlich ist er sich dem auch selber bewusst gewesen, so beim Antreten dieser Show. Aber es ist jetzt bestimmt trotzdem nochmal ein anderes Gefühl, wenn jetzt wieder das Original zurückkommt. Voll. Und zwar nicht als Original dann wieder unter dem gleichen Namen, aber trotzdem aber unter einem ähnlichen Deckmantel. Gleiche, Und es ist ja trotzdem die Stefan Raab-Show. Ja, voll. Ja. Ich habe schon so ein paar Sendungen, wo ich weiß, die kommen immer dann und dann und da fieber ich dann drauf und freue mich. Aber wir haben ja schon ganz oft drüber geredet, dass wir immer, wer steht mir die Show gucken möchten. Genau. Und ich verpasse es immer, weil ich in meinem Kopf so dieses lineare 20:15 Uhr läuft was im Fernsehen, das findet einfach nicht mehr statt. Das hat zuletzt, glaube ich, mit dem Bachelor vor 5 bis 10 Jahren, da war das, oder mit GNT, da hat man sich manchmal mit so Freundinnen sogar getroffen und es gemeinsam geguckt. Aber dann irgendwie auch jetzt nicht mehr. Ja, GNTM ist vielleicht eine der wenigen Sachen, die noch so funktionieren. Vielleicht, ich weiß nicht, wie DSDS, ob das noch so läuft. Da habe ich jetzt mitbekommen, dass die neue Staffel auch läuft. Habe ich nicht mitbekommen, bevor ich dann wieder auf TikTok einen Ausschnitt davon bekommen habe. Und vielleicht ist das nochmal so eine Show, aber lasst uns gerne wissen. Ich weiß es nicht. Das sollte doch auch schon 15 Mal abgesetzt werden, oder? Das muss schon mindestens, weißt du, schon mehr als 20? Und dann war Dieter Bohlen kurz weg und dann wurde er doch wieder geholt, weil es nicht lief ohne ihn. Stimmt, das habe ich schon wieder alles vergessen. Mindestens 20, oder? Ich würde auch sagen. Ja. Das war damals für mich noch so ein riesiges Ding, so als fast Kind, Anfang Jugendlicher, glaube ich, war das so. Ja, dass man dann Samstag so, oh mein Gott, jetzt sind die Motto-Shows und ich weiß jetzt schon seit einer Woche, was das nächste Motto sein wird, weil ich habe es in der Fernsehzeitschrift nachgelesen. Warst du für Alexander Klavs?
Nee, ich war da aber auch noch, da war ich noch nicht so drin. Oh. Das war doch die erste Staffel, ne? Ich war dafür, wie hieß sie denn nochmal? Schopmann. Juliette. Ja. Oh, Juliette. Ja. Die war auch so ein Musical-Star. Und ja. Lustig, dass jetzt Alexander Klaas jetzt so ein Musical-Star ist. Der auch, der war doch dann Tarzan, glaube ja, ich, ne? Ja, ja. Aber die habe ich geliebt. Die war so musical-y. Da gibt es auch diesen legendären Auftritt, wo sie mit dem Stuhl ja. da performt Stuhltanz. Hat. Stuhltanz, aber was war das Lied nochmal? Irgendwas Sexyes. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie sowas... I'm feeling good. Ja, das könnte sein. Was wolltest du singen? Hey, Big Spender. Ja, das könnte auch sein. Das könnte sehr gut sein. Ich glaube sogar das. Ja? Ja, irgendwie sehe ich das gerade. Das möchte ich gleich hören eigentlich direkt. Aber von Juliette. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die hat es bestimmt auch aufgenommen. Wenn, selbst wenn sie es nicht da performt hat, dann hat sie es bestimmt irgendwann danach nochmal aufgenommen. Ja, ja, voll. Ich habe heute so einen Gedanken gehabt, als ich das Baby bespaßt habe. Und ja. das ist ja meistens, da kommt ein bisschen was zurück, aber noch nicht so super viel. Und dann ja. schweifen meine Gedanken ab. Und weil ich jetzt gerade an Juliette Schopmann denken musste, habe ich heute drüber nachgedacht, es gibt doch, man sagt doch immer so, ist die Deutsche, Ja. Und da hatte ich so ein paar Beispiele und ich frage mich, ob du da mitgehst. Also, Sarah Connor 2000 ist die deutsche Taylor Swift. Oh, ich hätte jetzt was anderes was gesagt. Was hast du gesagt? Kelly Clarkson irgendwie. Ah, ja, Kelly Clarkson ist auch gut. Auch so eine krasse Stimme, ich dachte, und sehr familienfreundlich. Ja, voll. Aber ich dachte, ja, das passt ja auch zu Taylor Swift. Ja. Aber ich dachte auch, weil die ja so ein National Treasure da in der Zeit war. Die hat ja auch irgendwie die deutsche Nationalhymne bei irgendeinem Eröffnungsspiel gesungen. Und deswegen hatte ich so Taylor Swift Vibes. Das stimmt, ja, so... Auch aber ja, Kelly Clarkson ist auch sie. Gut, ja. Stimme. Dann habe ich Maximilian Mund ist deutsche Timothy Chalamet. Ja. Oder? Kann gut sein, ja. Das stimmt, ja. So vom Look und irgendwie. Locken, Schauspieler. Ja, genau, das passt. So richtig Schubladending, richtig zack. Geschehen. Und, aber es war voll Spaß. Ja. Und Gianna Zarella, deutsche Sofia Vergara. Oh mein Gott, findest aus dieser nicht? 2000er-Zeit, ja, ja, das kann echt finde, sein. Ich finde, weil die beide so... Hat Gianna Zarella aber geschauspielert? Nee, aber ich finde vom Look her und von dem, wie sie sich geben und so, sind einfach so classy women, die so ihre Femininität auch so embracen und so. Ja. Yeah. Und natürlich beide einen Akzent haben. Ich muss so klischeehaft, muss ich jetzt hier einfach das mal raushauen. Ja. Gehst du mit? Ja, doch, kann ich mitgehen. Ja, sehe ich bei allen drei in die Vision. Da gibt es bestimmt noch so viele, ja, oh mein voll. Gott. Da muss man fällt sich mir mal jetzt Gedanken. Spontan jemand ein? Ich habe übrigens gedacht, du... Über mich hast du auch Gedanken gemacht? Ja, habe ich einen Gedanken gemacht. Aber anders. Und ich hoffe, du nimmst es nicht mehr. Weil ich mag die Person sehr gerne, aber du bist einfach junger Jochen Schropp. Das hat schon mal jemand gesagt. Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Nee, finde ich auch nicht schlimm. Ich mag den total gerne. Ja, total sympathisch. Ja. Weil ihr habt beide einen Bart und ihr seid beide gay. Langt da auch passt. Wieder. Ja. Das müssen immer nur zwei Sachen sein, die so eingeordnet und werden. Und ihr arbeitet im Entertainment-Bereich. Das ach passt du, da auch. Bin ich aber vollkommen fein damit. Passt Jochen Schropp macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ich glaube, der ist mehr Social Butterfly als ich noch. Ja, das kann sein. Aber der, vielleicht ist das ja auch meine Zukunftsvision so. Eben. Das ist meine Zukunft, ist aber ich aber total einverstanden damit. Wer bist du aber? Aber warte, das war jetzt eine deutsche Kategorie. Jetzt sind wir weg ja, von, das war was anderes. American. Das war was anderes. Aber ich überlege gerade, wer könntest du denn der? Ich überlege gerade zwischen Leonardo DiCaprio. Oder das will ich zum Beispiel nicht sein. Nee, oder? Das will man auch nicht, um Gottes Willen. Früher nein. Wahrscheinlich, ja, da hätte man es gerne George gewollt. Clooney. Genau. Was macht eigentlich George Clooney mittlerweile? Ich habe letztens irgendeine News von dem gehört, aber ich weiß gerade auch nicht mehr. Vielleicht muss der auch einfach nichts mehr machen. Nee, und das ist ein Espresso trinken. Espresso, genau. Nespresso. Genauso, ja, stimmt, Nespresso. Genauso wie Johnny Depp jetzt einfach nur noch Gesicht für Dior Sauvage ist. Und ist das so? Ein Millionen-Deal nach dem anderen für, ich glaube, der hat den teuersten Werbedeal für ein Parfum jemals in der Geschichte bekommen. Ist Dior Sauvage nicht auch so ein Riesenthema? Das ist so der Männerduft, oder? Aber nicht unbedingt positiv konnotiert. Nee, ne? Ja, nee, ja. Es ist eher so Red Flag. Ja, okay. Aber so ganz echt, das kann ja auch nur in Deutschland so sein.
Ja, und voll. Das ist in anderen Nationen, ich glaube, die Osovasch ist ja wahrscheinlich sowas Internationales, dass es da trotzdem dann auch in erstmal in anderen Kreisen nicht so angesehen wird und aber auch in anderen Nationen. Das ist ja auch amerikanisch bestimmt auch ein riesiger Duft, weil allein dieser Markt abgedeckt ist. Dann sind die ja zufrieden. Ja, voll. Ich war in Florenz noch mal zum Urlaub zurückzukommen. Meinst Firenze, du? Stimmt. Ja. Sorry, hast ja gar nicht verstanden, nee, jetzt, was ich gemeint habe. Wo warst du? Da war ich in der Gucci-Exhibition. Weil Exhibition. Gucci, das war eine ganz kleine Ausstellung halt. Da gab es einen Raum, wo die Taschen ausgestellt wurden, einen Raum, wo die Loafer ausgestellt wurden, ein paar ikonische Looks aus verschiedenen Episoden, so Dekaden und verschiedene Head-Designer der Marke. Mhm. So. Und da wurde aber überhaupt nicht auf das Parfum-Thema eingegangen. Und das ist ja anscheinend bei so Modehäusern auch eine riesige Einnahmequelle. Und es ist so nochmal abgekoppelt und so. Und das macht ja die Marke zugänglich für Leute, die sich nicht dieses Ding leisten können oder wollen. Die tragen aber Prada-Duft. Genau, und Duft kannst du dir ja trotzdem zulegen. So. Wir tragen ja beide zufällig den gleichen Duft. Richtig, dann ist mir das auch wieder eingefallen, dass ich ja von Gucci auch nur einen Duft habe. Ja. Gucci Flora. Flora. Gorgeous Gardenia. Das Rosane. Das Rosane tragen wir. Das tragen wir. Das war doch echt, da habe ich dich mal gefragt. Ja. Oh, du riechst gut, was ist das so drauf? Und dann war das genau das. Aber der eigene Gestank macht ja dann auch nochmal den Duft. Der macht was, anders. Der riecht ja auch auf der Haut, auf deiner eigenen Haut anders als auf meiner Haut. Genau. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade durch so eine körperliche Veränderung. Hm? Weil, apropos Duft, ja. Ich habe mich heute Morgen gerochen, nach dem Sport habe ich besonders intensiv gerochen und ich rieche anders. Und ich glaube, meine Hormone, ich glaube, es ist ein Wechsel. Ich glaube, ich kriege meine Periode wieder oder irgendwie sowas. Ich habe das wirklich im Gefühl, ich habe das schon seit ein paar Tagen, denke ich mir so, irgendwie fühle ich mich anders, bin ganz schlecht gelaunt. Ganz schlecht gelaunt, ganz auf Streit, gar keine, die Resilienz habe ich gar keine mehr. Ich möchte einfach nur, dass mich alle in Ruhe lassen. Ja, meine Mom würde sagen, du hast auf der Boxerzeitschrift hast du geschlafen. Auf der Boxerzeitschrift? Ja. Süß, wegen Hauen. Wenn man so aggressiv so. Ah, der Boxerzeitschrift. Ja. Auf der habe ich geschlafen, hätte ich eine? Dann hätte dann ich darauf geschlafen. Da drauf. Ja. Ich bin irgendwie ganz, es tut mir auch total leid, weil ich so überhaupt nicht dieses annehmen, es ist so wie es ist, ich kann nichts dran ändern. Mhm. Gerade so Thema Schlafen ist gerade mega nervig, weil das Baby wacht irgendwie 4.50 Uhr momentan immer auf. Scheiße. Und dann wacht das andere Kind davon auch oft auf oder viel zu früh auf, weil es gucken möchte, was macht das Baby. Mhm. Und dann ist es irgendwie so die ganze Zeit müde und man denkt, schlaf doch jetzt. Und das, so schläft man natürlich am besten, wenn jemand sagt, schlaf doch einfach, schlaf doch, mach doch, schlaf doch jetzt, können wir schlafen? Ja. So. Und du dir das selber auch sagst. Ich darf die ganze nämlich Zeit oftmals länger liegen bleiben, aber das funktioniert nicht, wenn das andere Kind dann auch aufstehen möchte. Klar. Und mich dann, nee, ich will jetzt aufstehen. Und ich bin dann einfach total angespannt und genervt und zickig und unfair gegenüber meinen Kindern. Ja. Und ich habe aber gerade einfach noch nicht diese Ruhe in mir. Ich bin einfach total so kratzbürstig. Ich habe auf der Boxerzeitschrift geschlafen. Siehst du? Wie es ist, wirklich. Und dann auch noch unausgeschlafen, wenn du dann selber nicht so gut schläfst. Ja, dann, also das ist bei mir schon allein ein Faktor, der langt schon aus. Und ich habe keine Hormone in wirklich, mir. Ich stehe da auf und denke mir, nee, den Tag kannst du im Mülleimer packen. Ja. Kannst du im Müll. Ja. Müll auf. Tag rein, Mülli zu, Boxerzeitschrift hinterher. Ja, was richtig, soll ich denn? Brauche ich nicht mehr. Ja. Habe ich jetzt langsam durch. Ja, also ich glaube, ich hoffe einfach, dass jetzt bald meine Periode kommt und ich dann weiß, es war einfach nur PMS und es ist nicht einfach generell mein Zustand. Aber weißt du noch, wie das damals war, nach dem ersten Kind, ob das dann auch so. Ja, es war so der Zeitraum. Hat? Also ich weiß nicht, ob es nicht mehr so angefangen hat, aber es waren auch so, glaube ich, so 4 Monate, 5 Monate nach Geburt oder so, dass es bei mir wieder losging. Und jetzt fahre ich ja in Urlaub nächste Woche und jetzt ist die Frage, nehme ich jetzt 1000 Periodenunterwäschen mit in Case, es geht los oder nicht, lass mich überraschen. Vielleicht ist es wie ein Regenschirm, wenn du jetzt halt die einpackst, dann kommt es noch nicht. Wenn du aber keinen dabei hast und keine Periodenunterwäsche, dann kommt's. Und was will ich? Das ist jetzt die gute Frage. Kannst du nochmal in dich hören? Höre ich nochmal in mich. Und dann boxst du jemanden. Und dann rieche ich nochmal meine Achseln, ob es wirklich so ist. Genau. Aber ich glaube, Change ist change in die Air. Coming. Ja, voll. Wind of Change. Ich habe gar keine Lust schon wieder auf dieses PMS-Thema und so. Wirklich, ich bin so schlimm im PMS. Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin so, weil, wisst du, wie ich bei PMS bin? So wie die Stars im Sommerhaus der Stars. Ja. Die sind nur immer so. Und ich bin halt. Ich bin da noch nicht ganz Tage drin, so. Ehrlich gesagt. Hast du jemals schon eine Staffel geguckt? Ich habe mal eine Staffel geguckt, ja. Und weiß aber auch gar nicht mehr welche. Das gibt da ja auch aber schon mittlerweile 9 oder so. Ja, die sind ne? ja immer so kratzbürstig. Ja.
die Stimmung ist dann nie gut, habe ich das Gefühl. Also da muss man auch in einem Nervenkostüm sein, dass es aushält, das könnte ich um nicht. Das mitzumachen. Ja, also mitmachen, wirklich drin sein. Ich jeden Tag weinen. Ich muss auch mal wieder weinen. Absolut. Ich glaube, das ist das Problem. Den Gedanken hatte ich gestern. Ich habe den auch schon seit ein paar Tagen. Ich muss jetzt mal wieder weinen. Ich habe jetzt schon echt lange nicht mehr geweint. Ich habe schon seit vor dem Urlaub nicht mehr geweint. Also ist das jetzt schon fast einen Monat her, glaube ich. Ja. Und ich habe das Gefühl, da brodelt was. Es muss bei mir, ich merke das manchmal, das steigt schon so bis hierhin, aber es gibt keinen Grund, irgendwie so richtig zu weinen. Aber ich muss jetzt irgendwann mal weinen. Ich glaube, spätestens morgen, wenn ich packe, weine ich. Gestern habe ich fast geweint, weil ich eine Rechnung gesehen habe, die ich bezahlen muss. Und das hat mir schon gelangt, ehrlich gesagt. Das war schon kurz davor. Aber in dem Moment konnte ich nicht, weil dann habe ich kurz danach Besuch bekommen, dann wäre ich schon so, jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt. Shut it down. Vielleicht später. Und dann war meine Stimmung auch wieder gut, weil ich dann wieder mit Freundinnen war und dann war es wieder in Ordnung so, war wieder abgelenkt. Aber es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, ich muss es echt langsam rauslassen. Ich kann nicht mehr. Vielleicht kurz ein trauriges Video schauen oder irgendwas, was noch so den letzten Kick triggert und dann... Ja, vielleicht mache ich das echt so mit Absicht weinen. Vor dem Urlaub jetzt nochmal. Ja, nochmal rauslassen, weil sonst kommt es so im Urlaub. Wie oft noch schlafen, bis der Urlaub losgeht? Zweimal. Zweimal schlafen noch? Ja, das ist da jetzt noch ein bisschen Zeit. Da kannst du schon noch. Aber ich habe das Gefühl, dass das Packen wird mich so stressen, dass ich spätestens reine. Da hast du da Ventil. Ja, voll. Ich hoffe, ich habe diesmal keinen Milchstau vor Stress. Oh Gott, ja, bitte nicht. Bitte, ich muss es jetzt wirklich ein bisschen entspannter annehmen. Aber es gibt Packen, das ist wirklich eine Sache. Ich hasse es zu packen. Ich hasse es auch auszupacken. Aber packen. Und zu denken, wie ich drauf sein werde in 2 Wochen oder wie lange man halt unterwegs ist. Das langt schon auch 2 Tage. Ich weiß es nicht. Ich finde es fast genauso anstrengend, ob du für 2 Tage oder 2 Wochen packst. Ja. Weil irgendwie so dieses Grundding von, ich fange jetzt an zu packen und ich suche die ganzen Sachen raus. Und dann ist es irgendwie auch schon egal, ob du jetzt 7 Hosen oder 2 Hosen einpackst. Ja, weißt genau. Was ich mein? Und ich werde auch immer zu viel dabei haben. Egal, ob ich für 2 Tage oder für 7 Tage unterwegs bin, es sind immer zu viele Unterhosen. Mhm. Es ist mindestens eine Unterhosenpackung für 7 Tage dabei. Mhm. Weil wer weiß, was passiert so. Und ich weiß nicht, was ich in 2 Tagen anziehen möchte. Und dann gefällt es mir eh nicht, was ich mir zurechtgelegt habe davor. Ich muss sagen, eigentlich fand ich früher Packen gar nicht so schlimm, weil ich würde persönlich auch sagen, ich kann sehr gut packen. Aber dieses Drumherum, was ich habe, dass ich nicht in Ruhe das machen kann und für alle irgendwie mitdenken muss. Ich muss ja nicht nur für mich packen. Ja, aber oh Gott, ja. Gefühlt für alle packen und das nervt mich dann. Also ich bin schlecht im Packen. Ich habe mir angewöhnt, ich packe immer auch noch Waschmittel mit ein und wasche eigentlich regelmäßig im Waschbecken in irgendwelchen Hotels oder so. Ich habe jetzt auch schon das erste Mal gefragt, habt ihr eine Waschmaschine? So, ja. Habt ihr einen Waschservice? Und dann habe ich ihn trotzdem nicht wahrgenommen. Boah, man, diese Waschservice in Hotels. Das ist unbezahlbar. Deswegen. Da kostet manchmal ein T-Shirt irgendwie zu waschen 3 Euro. What? Ein T-Shirt. Nee, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oder 10 oder sowas manchmal. Weißt du, warum ich es nicht gemacht habe? Weil der am Hotel gesagt hat, dann so, der hat es so kompliziert gemacht. Irgendwie, du musst dann einen Waschbeutel packen und dann an genau die richtige Stelle legen, damit es sie dann mitnehmen und für dich waschen. Und dann war aber auch nicht klar, ob das dann eine Sache, ob die dann einzeln gereinigt wird halt oder ob das dann einfach eine Waschmaschine und da wird alles rein. Die bügeln dann deine Unterhosen. Ja, das brauche ich das auch brauch nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche auch häufig schon nicht, wenn ich für 2 Tage im Hotel bin, da brauche ich keinen, der dann aufräumt oder sowas. Ich bin ja gerade hier erst am gemütlich machen. Ich mache ja hier gerade erst mein Nest. Eben. Ich muss ja meinen Da muss man die Geruch. Decke auch immer nur rausziehen aus den Betten. Ja. Du schläfst nicht mit denen drin, oder? Nein. Wer macht das? Psychopath. Wer macht das wirklich? Gerade auch in so einem, wenn das dann nicht mal eine richtige Decke ist, sondern nur so ein Tuch. Ja. Ein Leintuch. Aber das ist manchmal so schwer, da rauszubekommen. Ja. Du musst so viel Kraft aufwenden, nochmal vorm Schlafen gehen. Da bin ich ganz aufgekratzt. Da kann ich gar nicht mehr schlafen. Und du liegst eigentlich schon drin und dann musst du nochmal aufstehen und von vorne das rauskratzen. Weil es nicht geht. Weil es nicht geht. Ja, das ist echt krass. Dann nochmal Urlaub ist auch einfach Stress, oder? Aber da denke ich jetzt auch weniger an Urlaub gerade, sondern so an, wenn wir irgendwo gebucht sind und dann ein Hotel bekommen, ein Business Trip, das ist nochmal ein anderes Gefühl irgendwie. Ja, das stimmt. Aber allgemein liebe ich es schon, in Hotels zu sein, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt auch irgendwie. Jetzt gerade, wo wir drüber reden, freue ich mich einfach auf Urlaub, einfach nichts machen. Einfach jetzt dieses Ganze, was essen wir heute? Ja, ich gebe jetzt die Fackel an dich weiter und jetzt bist du dran mit Urlaub. Mit dem Urlaub. Urlaub. Ja, danke. Die Urlaubsfackel. Ja. Fackel ich alles ab. mit den Emotionen aber auch. Ja, ich habe jetzt sogar schon Urlaub für nächstes Jahr gebucht. Oh. Ja. Und? Griechenland. Weil ich wollte eigentlich dieses Jahr, ich wollte eigentlich jetzt nach Griechenland, aber wir haben das jetzt nochmal verschoben. Ja. Und ich habe dann, es war schon wieder wirklich
hier Reisebüro Precheck war schon wieder auf Hochtouren. Ey, seit Wochen mache ich mir einen Stress wegen Flügen, weil ich habe halt schon Flüge gebucht und ich muss die umbuchen einfach. Und da muss ich aber gucken, was fliegt dann von Nürnberg und passt das mit den Terminen und was da und welches Hotel. Und dann wollte ich erst Italien unbedingt machen, weil du auch so davon geschwärmt hast. Aber ich habe einfach irgendwie kein Hotel gefunden. Ich will ja einfach so ein All-Inclusive-Ding. Ich will da hinkommen. Ja. Ich will, dass es einen Kids-Club gibt. Ich will, dass es schön aussieht. Ich will, dass das Essen lecker ist und dass ich einfach irgendwas bestellen kann und das kommt. Und das, was ich früher gehasst habe, das will ich jetzt. Jetzt spießig genug geworden, um absolut. Das auszuhalten. Ich kann gerade keinen Städtetrip machen, ich kann mich nicht darum kümmern, welches Hotel gehen wir morgen und so. Ich will das nicht mehr. Ich kann das gerade nicht. Das stelle ich mir aber auch mit Kind einfach nicht machbar vor. Irgendwann wird es wieder so sein, aber jetzt nicht. Wenn du Gina bist oder Francis oder beide in einem. Dann nochmal mit der Freundin nochmal Städtetrip. Klar. It's my turn. Ja. Ja. Adore. Ja. Und deswegen Griechenland all inclusive. Weil in Italien, ich habe da irgendwie nichts gefunden. Irgendwie was da, weil das ist ja schon eher so klein, oftmals so Boutiquen oder so kleine Bauernhöfe oder so solche Sachen. Musst du vielleicht, wenn dann so ins so ein White Lotus Hotel gehen dann. Ja. Und dann so ein, was ja, ist aber das da dann? Ich, das ist auch manchmal, das weiß ich nicht, ob das so dann so kinderfreundlich ist. Nee, glaube ich nicht. Und dann gibt es dann keinen Spielplatz und keine Wasserrutsche und dann bitte auch leise im Pool sein. Das ist und mehr so schickimicki dann, ja. Und das bin ich ja dann auch nicht. Also ich schon. Die Kids halt nicht. Ne? Da muss ich dann die Nanny noch mitnehmen, damit die damit spazieren geht. Ja. Richtig. Nee, aber ja, das verstehe ich voll, dass man sich da einfach so leicht wie möglich und dann wird es ja auch erst Urlaub eigentlich, wenn man halt, wenn du abschalten kannst. Ja, das ist halt das, was am nächsten aktuell zu Urlaub kommen kann. Alles andere ist einfach nur Parenting in another country. Ja, voll. Das ist ja auch geil, aber wenn man sich darauf schon freuen kann. Ich bin bloß so schlecht im Vorplan. Ich bin wirklich, es gibt auch diese Memes von die eine Person, die beim Traveln so alles plant und die andere Person, die einfach so mithüpft und im Hopserlauf und pfeifend. Und ich bin das leider. Das muss so toll sein. Es ist toll, aber ich habe auch einfach häufig schlechtes Gewissen. Ändere ich was daran? Nein, natürlich nicht. Ich bin immer die Person, die das Navi in der Hand hat oder die Karte. Ja, schon Karte eben, ja. Aber es passiert auch immer in so Gruppensituationen, dass ich dann irgendwie das übernehme. Mutti. Ich bin einfach Mutti durch. Nee, es tut mir auch einfach häufig leid, weil man weiß ja, dann ist man auch so eine Last ein bisschen für die andere Person. Aber die Person plant es ja auch für sich. Aber es ist halt leider auch schon häufig genug vorgekommen, dass wenn ich was geplant habe und es ist so in die Hose gegangen und wir sind an einer ganz anderen Kirche jetzt auch rausgekommen, als wo wir ursprünglich hinlaufen wollten, zum Beispiel im Urlaub. Oder wir sitzen in einem Restaurant, wo niemand damit glücklich ist, weder ich noch die andere Person oder lauter sowas. Und das ist halt nicht nur einmal so passiert und ich weiß nicht, ob es dann an meiner fehlenden Übung liegt, dass ich das einfach nicht mache und deswegen du hast nicht den Blick. Bin ich schlecht darin einfach. Oder ob es einfach nicht in meinem, ob es nicht in meinem Sternzeichen ist. Dass ich da keine Gabe dafür habe. Ich weiß es nicht. Dein Aszendent ist nicht Planer. Genau. Ja. Mein Sternzeichen ist nicht Travelblogger. Nee. Sondern ich laufe mit. Ja, genau. Ja. Ich lasse mich mal treiben. Subi, subi, su. Das ist mein Urlaub. Und ja, der Urlaub von den anderen ist Plane, another plane. Ja. Club, another club. No sleep. Absolutely. Ja. So ist es. So ist es für mich, aber es ist ja schön, dass die anderen einfach so eine schöne Zeit haben. Ja, genau. Aber das heißt, wir könnten perfekt zusammen verreisen, weil die Rollen sind aufgeteilt. Ich muss auch sagen, ich will ja auch nicht, dass mir das jemand abnimmt, weil niemand kann so gut wie ich, sind wir ganz ehrlich. Ja. Das meine ich ja, dann ist auch niemand glücklich, wenn ich das mache, leider. Ja. Naja, vielleicht wird das noch irgendwann mal. Ich habe mir auch schon überlegt, ich müsste einfach auch mal mich da zurücknehmen und einfach mal gucken und laufen lassen, die Situation. Ja. Was kann ich auch nicht. Was dann passiert, meinst du? Ich bin so eine Planmaus. Ich plane ja wirklich mein ganzes Leben. Ich plane, am liebsten würde ich so meinen Kalender in so halbe Stunden takten. Das mache ich auch manchmal, dass ich dann wirklich so plane, was ich mache. Mittagessen, das Arbeiten. Ich mache das. Ich habe das schon häufiger probiert. Und spätestens beim Mittagessen, wenn mir einfällt, ich würde jetzt gerne ein Nickerchen machen, mit einfach alles über den Haufen. Nickerchen muss eingeplant werden. Ja, nee. Wirklich, ich habe das schon so häufig versucht und es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin zu
undiszipliniert. Das aber ich muss auch sagen, dass ich mich nicht immer dran halte. Also und okay. dann stört mich das ganz, ganz dolle. Ja, und ich bin aber zu schnell dann so, dann halt nicht. Mm. Und dann da ist wirklich die Selbstdisziplin, die mir einfach, die mir da einfach fehlt. Und dann bin ich aber, also ich bin dann zu lose mit mir. Du hast wirklich eine Selbstdisziplin, weil du hast sie nie. Du hast schon richtig gesagt. Wie nennt man das, Freudscher Versprecher oder so? Ja, das bin ich. Selbstdisziplin. Ja. Schade drum, aber gut. Das könnte schon ein neues Format werden. Ja, ja voll. Das ist dann auch mit den Selbstexperimenten. Selbstdisziplin. Genau, da wurde auch einfach jedes Mal nach einer halben Woche werden die abgebrochen. Ja. Ich habe jetzt den Schnurrbart versucht hochzuzwirbeln, das ist mir nicht geglückt, aber dann hängt er halt runter. Nee, dann wird er komplett abrasiert. Oder so, ja. Imagewechsel. Ja, Imagewechsel. Weg. Da haben wir auch gefragt, wann ist der Punkt? Ja, wann wirst du mal die Bartfrisur ändern? Nicht, dass ich möchte, dass du das tust. Aber wann ist der Punkt? Aber irgendwo. Man muss ja realistisch dran denken, ich werde jetzt nicht so rumlaufen, bis ich ins Grab gehe. Warum nicht? Könnte auch passieren. Ich sag mal so, manche ungefragten Leute in meinen DMs, die wünschen sich nichts mehr, als dass ich das ändere. Wirklich? Ist das ein Thema? Ja, na klar. Schreiben dann Leute, so, die sollen den Bart rasieren? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Es sind häufiger mal, um jetzt auch ein Klischee wieder zu erfüllen, aber es sind häufig ältere Leute, die ungefragt ihre Meinung abgeben zum Aussehen anderer und denen das ein großes Anliegen ist, das auch mitzuteilen. Aber wie wird das dann formuliert? Der Schnauzer geht gar nicht. Deine Videos sind gut, aber der Schnauzer geht gar nicht. Oder sowas. Der Schnörres muss weg. Oder sowas. Wirklich? Ja, ja. Auch häufig Leute, die mir gar nicht folgen. Ja, frech. Ja, ich würde das doch nicht machen. Wenn die an dem Tag auf der Boxerzeitschrift geschlafen haben und die müssen dieses Ventil kurz aufmachen, das rauslassen und ich bin dafür dann die Fläche. Ach, das ist frech. Also es ist ja so ein bisschen, als ob die mir schreiben, ja, mach mal dir mal die lange Haare oder so. Das ja, klar. Wahrscheinlich auch, aber das ist irgendwie total übergriffig. Ja, aber also ich weiß nicht, ich habe mich darauf eingestellt, als ich mich ins Internet eingeloggt habe, als ich meine Nachrichten geöffnet habe. Hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Echt? Nee. Doch. Ehrlich gesagt, also die müssen dich ja wirklich so angucken und so, die müssen ja dich sehen und den Schnauzer, was auch immer, als separates Lebewesen quasi so ein bisschen. Als wie so eine Raupe. Du bist ja für mich ein Gesamtkunstwerk und da sticht das gar nicht so raus, weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist auch häufig, ich habe das Gefühl, wenn man jemanden mag und jemanden anschaut, wenn du deine Freundinnen, Freunde anschaust, dann schaust du ja nicht drauf, was dir jetzt nicht passen könnte. Und ich glaube, es ist häufig so eine Asympathie oder es sind ja häufig Leute, die mich nicht kennen, die mir nicht folgen, die dann halt so mich anschauen, ohne mich zu kennen und dann haben sie einen Störfaktor. Und vielleicht haben sie mal mit irgendjemandem geschlafen und das hat ihnen nicht gefallen und deswegen haben sie... Das hat beim Knutschen... Da genau. Da hat das gekratzt. Vielleicht war das dann der ausschlaggebende Punkt, der jetzt dazu geführt hat, dass jetzt 20 Jahre später diese DM abgesetzt wird oder sowas. So muss es gewesen sein. Oder denke ich mir aber auch. Der Papa hatte immer einen Schnauzer und jetzt ist ganz schwieriges Verhältnis verhasst, mit dem Papa oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das so. Dann denke ich mir aber auch immer, ja gut, wenn das jetzt raus musste. Komm, ich kann's. Komm, ich kann's nehmen. Ist in Ordnung. Ran. Aber das kennst du ja auch, oder? Ungefragte. Ja, aber sowas hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ist eher so, halt die Fresse, du bist eine Frau. Zurück in die Küche mit dir. Yeah, Freunde, nicht lustig. Ja. Das ist eher so das. Das antworte ich dann auch. Ja, genau. Nee, ist nichts Neues, Leute. Ist ungefähr so, wie wenn man, ich will das Wort jetzt nicht sagen, weil dann werden wir halt mit explicit, aber ein homophobes Schimpfwort. Das kriegst du auch oft. Ja, das ist aber auch wieder, das kommt wieder so vermehrt dann auch halt wieder in Kreisen, die mir nicht mal folgen. Ja. Und dann ist es dann wiegt es ja noch viel weniger. Also hat mir schon häufiger dieses Thema durchgekaut. Wir haben doch auch schon, wir haben jetzt häufiger über das Thema gesprochen, aber auch schon über Let's Dance schon häufiger, ne? Mhm. Weil das ja auch eine Show ist, jetzt könnten wir uns beide sehen. Da sehen wir uns. Als Paar. Gewinnerpaar. Ja, ja genau. Profi und Profi. Ja, genau. Bei der Profi-Version. Ja, genau. Ja. Die All-Star-Version, aber ohne jemals davor teilgenommen zu haben. Das ist so aber unser Level. Aber wir sind halt Stars. Always. Genau. All-Star. Und auf Englisch heißt es ja Dancing with the Stars. Ja. Oder? Ja. Oder Dancing nur in England, keine Ahnung. In der amerikanischen Version ist dieses Jahr Anna Delvey dabei. Die ja so eine Scam-Artist ist. Genau. Ja.
Und die ist dabei und sie tanzt mit Fußfessel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. What? Ja. Sie hat getanzt zu Seriously, baby, I know that's a me as a person. Ah, wow, ich hab ganz lang gebraucht. Du musst nur singen. So hört sich das Lied irgendwie aber für mich an. Okay. Ja, ja, ich hab, für mich hört sich so an. But now me, but now me, but now me a people, but now me. Ich hab das so, dass jemand am Klavier sitzt und eine Jazzy-Version davon singt. Das hat dann irgendwie für mich auch gut gepasst, dass da jemand dazu tanzt, so im... Ah, und es war dann auch eine, so eine langsamere Version, oder? Es war ein bisschen anders. Die, okay. Die covern das ja immer, ja, ja, so, klar. Und dann wird es so angepasst, dass man dazu halt tanzen kann. Und das hat sie dazu getanzt. Nicht wirklich gut, muss ich sagen. War ein bisschen stocksteif. Aber das ist ja auch die erste Woche, da kann man ja auch eine Entwicklung noch machen. Ja, voll. Aber ich fand es halt so krass, dass die Nummer ging so los. Sie war ja so in dem Kreisen der Reichen und Schönen unterwegs, yeah, und hat sich da so reingescampt ein bisschen. Yeah. Und es geht los, sie wird gefilmt, Kamera von ihrem Gesicht nach unten auf so Shoppingbags, die vor ihren Füßen stehen. Und da steht dann AD drauf, aber halt in so einem, es könnte auch ein Markenlogo sein, aber es steht für Anna Delvey. Ach, ich dachte für Ad, Werbung. Ja, stimmt. Also es sind so ihre Initialen, yeah, auf diesen Shoppingbags. Oben kommt noch so ein Papier raus, das halt richtig edel ausschaut. Und dann werden die weggeräumt und dahinter ist dann ihr Fuß mit dieser Fußfessel. Und auf der Fußfessel ist so ganz viel Bling drauf, die ist so bedazzled. Oh mein Gott, das ist wie so dieses Mikrofon, was du hast, was genau so bedazzled ist, nur die Fußfessel. Ganz genau, in den Farben des Kleides. Fußfessel bedazzled. Heißt es eigentlich Fußfessel oder ist es so eine Überwachungsfessel? Ich habe keine Ahnung, ist es so ein... Ein Kasten. Ein Kasten, ah ja, ein Kasten und der ist so dran gemacht an, genau, dem Fuß, an, genau, so einem Band oder sowas. Ja, und der verfolgt dann quasi so, wo sie halt immer ist, kann dann nachvollziehen. Und warum ist das so? Weil sie unter Bewährung frei ist oder was? Nee, ich glaube, die hat sowas halt wie House Arrest wahrscheinlich. Also die wird halt wahrscheinlich einfach überwacht. Das gibt doch dann so Sachen, du darfst dann zum Arbeiten zum Beispiel raus, aber du musst halt dann immer wieder zurückkehren an deinen Wohnort. Spannend. Du kannst jetzt nicht flüchten oder sowas. Sondern dass man die weiß da halt, jetzt da mitmacht. Das ist wirklich... Wieder amerikanisches Fernsehen. Ja. Die sind sich für nichts zu schade. Ja. Ich überlege gerade, was wäre das Äquivalent bei uns, wer da irgendwie mitmachen könnte. Wer ist denn gerade im Knast? An Stars. Ja, irgendwie so ein Steuerhinterzieher. Da gibt es doch irgendwie. Ja, Hoeneß. Ja, der. Bei Let's Dance. Der wäre jetzt bei Let's Dance dann dabei. Die nächste Staffel, wir werden sehen. Ja. Weil du gerade AD gesagt hast, es gibt ja auch die Zeitschrift AD, war ich irgendwie, schon ein bisschen länger, habe ich am Bahnhof gestanden, habe gehört, wie die Leute sich unterhalten haben und die so, ja, geht ja auch dahin, ich weiß nicht wohin, das war, aber die waren irgendwie für ein Shooting da und die so, ja, wir sind von der L und gehen dahin. Und dann sagt die, ach ja, ich bin von der AD. Und die hat AD. Auf Deutsch? Die hat AD gesagt. Ich dachte, das heißt einfach AD, weil es ja auch Architectural Digest heißt. Hat es einen deutschen Namen und wir haben es einfach die ganze Zeit und nee, so heißt wieder. Ja, Architectural Digest. Heißt auch auf Deutsch, AD, ne? Gesagt. So wie AD macht es. Wo war das? In welchem Bahnhof? Ich glaube Zürich. Ach, Zürich, okay. Ich dachte jetzt dann, weil die AD hat ihren Sitz in München. Ja, die hat ihren Sitz in München. Ich glaube, die kam von München nach Zürich. Ah, ja, okay. Aber fand ich komisch. Habe ich gesagt, nee, das nennen wir jetzt AD. Ich wollte hingehen und sie verbessern. Die ist zwar von der AD und weiß, dass es AD heißt. Vielleicht. Ah, lustig, hast du nicht angeboten, dass sie gleich mit dir mitkommen können und bei dir mal eine bei Tour mir machen? Die, ich dachte auch, ach cool, die kommen heute. Ja. Das war, ach, war während der Tour. Yeah. Ah, das, ich wollte es gerade fragen, was machst du in Zürich? War ich während der Tour. Ja, stimmt, ach, schön. Naja, Fun Fact. Ja, lustig. Ich möchte auch mal wieder in die Schweiz. Wir reden eigentlich die ganze Zeit nur darüber, wo wir gerne hinwollen würden. Wir könnten echt so einen Reisepodcast machen. Ja, nur, dass wir die ganze Zeit zu Hause sind. Das fände ich, also auf der einen Seite fände ich das eine richtig geile Sache, das, also so ein Format zu machen, so ein Reiseformat. Auf der anderen Seite hätte ich dann Sorge, dass es für mich halt dann nicht Urlaub wäre, sondern dass ich das dann als Arbeit sehen würde. Stimmt, oder? Ich hätte da gar keine Lust drauf, es ist einfach nur anstrengend. Ja, ich habe auch immer krass seinen Respekt vor so Travel-Blogs, weil die geben so viel und man gibt nie was zurück, habe ich immer das Gefühl. Auch in, keine Ahnung, wir haben dann immer aber so die bekommen auch viel free. Ja, natürlich, Urlaub. Ja. Aber so allein schon
so, hier ist der Parkplatz. Die werden ja sicher nicht gesponsert von dem Parkplatz. Auf diesem Parkplatz könnt ihr kostenlos parken und dann nur 5 Minuten ins Zentrum. Denke ich mir immer so, das sind so Infos. Das ist so lieb, denke ich mir immer. Von Ach so, euch, auch wirklich so Blogs, die so geschrieben genau. sind. Ich dachte, du meinst so Travel-Instagram-Blogger. Nee, ich meine wirklich ein Oldschool-Blog. So. Ja, das finde ich. Und dann haben wir in diesem kleinen Café einen leckeren Kaffee getrunken und das beste Pastelnat. Genau. Oh. Und die werden das nicht, also selbst wenn die dann für 2,50 das Pastelnat geschenkt bekommen haben, ja, dann ist das jetzt nicht so, weißt du, dass sie reich geworden sind davon, dann ist es so. Aber ach, ganz ehrlich, so ein kostenloses Pastel schmeckt besser als alles, was man bezahlt hat. Und da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Yeah. Ich liebe das, Sachen umsonst zu bekommen. Ohne Scheiß. Ich bin da so ein Sucker für. Wann kriegst du so viel umsonst? Ich weiß nicht. Ja, manchmal kriege ich jetzt Sachen umsonst zugeschickt, aber ich überlege gerade, was war denn letztens, wo ich mir dachte, es schmeckt einfach besser, weil es umsonst ist. In einem geschenkten Gaul. Wirklich? Ja. Ich kann da nicht Nein sagen. Ja. Letztens war hier so ein Umzug, da haben die so Süßigkeiten geschmissen. Die schmecken mir besser, weil ich die nicht gekauft habe. Oh mein Gott, diese kleinen, viereckigen, quadratischen. Ja, ich liebe die. Das ist wirklich. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Ich glaube, es gibt es gibt Kirsche, Zitrone, Orange und was war das vierte? Es gibt Himbeere auch. Himbeere ist das vierte, ja, genau. Ja. Gibt es noch vier? Ich liebe Zitrone. Ich liebe Zitrone und Kirsche. Mein ich hatte Mund. Gestern Zitrone. Ist voll mit Wasser. Ich liebe die auch. Ich weiß nicht wieso, aber. Bitte schreibt uns nicht, was da drin ist. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte auch nicht, das versaut das alles. Ja. Nichts Gutes wird drin sein. Nee. Absolut, ich habe gerade mich im Viewfinder hier gesehen und ich habe gesehen, was ich schon wieder für einen Buckel mache. Ja, wow. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Naja. Ich muss jetzt auch an meiner Haltung arbeiten. Ich hab auch das Gefühl. Du hast ja schon wieder Sport gemacht heute Morgen. Du bist uns allen einen Schritt voraus. Ja, und das denke ich mir dann auch. Ich bin so hart mit mir und denke mir immer, oh, ich muss so viel schaffen und ich bin irgendwie schlecht gelaunt und bla bla. Ja, aber ich schaffe doch auch viel. Und natürlich. Es ist halt nicht so viel wie vorher. Ist ja auch in Ordnung. Vor 4 Jahren, als ich noch keine Kinder hatte. Du machst ja jetzt andere Sachen in dieser Zeit. Ist ja nicht so, als würdest du jetzt halt die Füße hochlegen. Aber ich möchte auch mehr die Füße hochlegen. Ja. Das mache ich jetzt auch im Urlaub. Zurück zur Zitrone. Irgendwann kam dieser Punkt in meinem Leben, da habe ich dann auf einmal Zitronensüßigkeiten bevorzugt. Ich liebe Zitronen schon immer. Ich habe das, irgendwann kam, ich liebe auch eine Zitrone im Wasser. Es gibt nichts Luxuriöseres für mich. Limette finde ich noch besser im Wasser. Ja, beides mischen. Jetzt bist du aber verrückt. Manchmal mache ich noch einen Agavendicksaft mit rein, dann ist das fast eine Limo. Ja! Das ist wirklich. Das war schon wieder ein Rezept, was kein Rezept ist. Ja, genau. Ja. Wirklich. Aus der Kategorie keine Rezepte. Ich sag, das ist ja der Sprite der Natur. Nature's Sprite. Die schmeckt einfach besonders lecker. Deswegen wollen wir euch jetzt nicht aufhalten. Ich habe schon richtig. Ich auch. Ich habe richtig, fange gleich Schmatzen an. Gerade bei Zitrone ist das auch, da zieht sich das ja dann alles direkt so zusammen. Ja. Aber ich finde es geil. Dann lasst es euch schmecken. Prost und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über eure Kommentare, Bewertungen und eure Abonnements. Donnerstag, nächste Woche sind wir wieder da. Tschüss. Tschüssi.